Coffee von Starbucks. Chillt. Neuen Livestream auf meinem. Wenn heute als Medic unterwegs sind. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change. Was schreibt? Eines Tages schreibst du ekelhaft rein. Ich bin einfach nur Medic und Teil der Dimension. Hi, Sneaker. Okay. Dann würde ich sagen, so jetzt LSMD, der Channel, schönen guten Tag, ja? Momentan nehme ich keine Bewerbungen an. Gut, und dir? Schreibt mal rein, ob ihr die Musik im Hintergrund haben wollt. Einen Satz halt auch so dieses R jetzt. So. LSMD Leitstelle, schönen guten Tag. Na gut. Kommen Sie zum MD. Fehlbox im Medical Center, bitte. Danke. So. Was, Schnicke vielleicht? Herst? Eine Zeit, was soll diese leere Stelle? Eine Zeit, hör mal auf damit, bitte. Besser ist auch da, eine Zeit und Sneak, du oder? Warte, ich muss ganz kurz markieren. Ja, nein, komm bitte. Ich werde erstmal nochmal Howling anmachen. Ich hasse Werbung, Leute. Auf dem Weg. 1 Kilometer eintreffen. Ja. In der Nähe vom PD. Ja. Ja, was in der Nähe vom PD? Ja, genau da. Ich bin in 900 Metern da. We'll be right back.
Jetzt muss ich Musik ganz kurz auf Stopp machen wegen der RP-Situation. Sonst nervt das. Hallo? LSMD-Leitstelle, schönen guten Tag. Ja, dann kommen sie zum Philbox Medical Center. Ich guck mir sie an. Ich habe auch hier gerade noch eine Bewerbung vor mir. So, die Dame, wollen Sie den Aussteigen aus Ihrem Fahrzeug da oder keine Lust? Dann nicht. So, wie ihr seht, haben wir gerade ein paar Bewerbungen. Wahrscheinlich wird gleich einfach die halbe Lobby in Medic sein. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, schön für dich, dass ich da jetzt stehe, dass ich live bin. Nein. Wo ist hier Medic-Bewerbung? Medic-Bewerbung. Ja. Musik kommt gleich wieder. Ich muss jetzt erstmal hier. Oh, sorry. So, guten Tag. Ja, Sie wollen sich auch als Medic bewerben? Entschuldigung, Kollege, kannst du mal im Funk die Gutschein halten? Danke. So, was ist? Ja, dann schießen Sie mal los. Erzählen Sie mal ein bisschen was über sich. In LA, wir sind in Los Santos. Aber ich weiß, was sie mit Los Angeles meinen. Ja. Also, okay. Ja. Ich werde sie auf Probetag annehmen und ja. Ja. Also auf Probe erstmal annehmen, okay? Dann ziehen sie sich einmal um. Genau. Ja. Und dann lade ich sie, gebe ich ihnen hier im Funkgerät. Der andere Kollege, kommst du auch zum PD? Zum MD? Ja. Ich würde jetzt gerne mit dem anderen Kollegen auch zu zweit fahren. Ja, keine Ahnung. Frage, stört euch das, wenn ich ein bisschen Musik im Hintergrund habe, wegen meinem Stream? Nein, gut, okay, passt. Ja. Au! Au! Komm sie lieber runter! Am Medical Center. Nein. Haben wir nicht. Danke. Danke. Filmbox. Oh, um sich halt eine Waffe ausstecken. Wer ist für eine kleine Party am Nachtclub? Ohne Alkohol natürlich.
Ich meinte den unten am Hafen. Ach, dann bleiben wir hier. Bei dem die Bild finde ich, aber das kommt mir fies. Machen wir einfach mal das hier. Bitte andersrum einpacken. Kollege, bitte einmal andersrum einpacken. Das Ram musste jetzt nicht sein, ne? Gut. Während auf dem Vogelchen zwitschert, dass wir vielleicht noch einen Kollege bekommen. Das ist für meine GoPro-Übertragung. Was ist? Für meine Wolke. Ich werde mal ganz kurz meinen Medic-Wagen reparieren. Arm drücken. Wie man auch die Dings repariert. Ich kann auf jeden Fall fahren. Oder weißt du was? Ich mache Trick 17. Ich hole mir einfach einen neuen Medic-Wagen. Kein Bock, Teil 10 zu fahren. Ich würde sagen, jeder schnappt sich einen Medic-Wagen. Ja, der Benzinkanister ist der Einsatzrucksack. Ne, warte mal, der Einsatzrucksack ist jeder... I don't know. Das habe ich mich auch gefragt. Das Gefühl habe ich auch. Teil. Ich brauche mal Hilfe. Mein Medic-Wagen fährt gerade weg ohne mich. Ja, okay, ich hole mir einfach einen neuen. Hä? Medics warten immer am Medical Center. Medics warten immer am Medical Center. Deswegen habe ich auch die ganze Zeit gesagt. Ja. Thank you.
Also, nein, hallo, ich bin nicht um Funknamen. Hallo. Wir streiten uns jetzt nicht um Funknamen. Die Dame neben mir ist, jetzt halt sie die Klappe. Die Dame neben mir ist EMS 3. Payment, du bist EMS 2 und ich bin EMS 1. EMS. Du bist EMS 2. Ja, ich. Hatten sie einen Reisesender an? Okay. Dann müssen sie sich einen neuen Medikwagen leider holen. Nee, der hat sich dann unseren Partybus abgeholt. Also alles gut. Ja. Cobra, bleib hier. EMS 3 bitte direkt wieder zurück zum AKH. Wir warten alle auf, bis ich mein Medikwagen habe, bis der Kollege wieder hier ist. Nein. Warum? Aber da ich hier der Schief bin und ich sehe, ne? Passt das, ne? Der ist auf Antwort. Ja. Ich habe noch mal den Kollegen angefunkt gerade. Sagen die mal, der soll zuvor vor das Krankenhaus kommen. Dem Fahrer. I have been fighting.
Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht vom Kollegen. Ja? Ja. Zuschauer. Damit ich Leute, also für meine Bodycam, kennen Sie, oh nein. Oh Gott. Was ist mit dem Polizeibus passiert? Hello, this is 911. What emergency service do you require? Thank you. Paramedics are en route to your current location. Ah! Ja, ey, da klaut ihr gerade ihr Medic-Van. Nein, ich wurde nur angestupst. Nein, alles gut, alles gut. Ich hatte gerade ein paar Kopfschmerzen. Irgendwie will für mich kein Medic-Wagen kommen. Nein. Das möchte ich auch gerne mal wissen. Kollege, falls bei Ihnen gleich ein Medic-Wagen ankommen sollte, sagen Sie mir bitte Bescheid. Wir sind im Dienst. Warum sind das Bikes? Hä? 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 Oh, warte mal. Ja. Warte, pass auf deinen Medic-Wagen auf. Pass auf deinen Medic-Wagen auf. Gib mir den.
Sag mal, schicken, er soll wegfahren von hier. Hallo an den einen Zuschauer. Wir machen keine Party. Ach so. Okay, irgendwie... Alles gut. Na! Ja, ich habe aus Versehen... wollte einen Notarzt rufen, habe aber schon die Polizei gerufen. Place eliminiert. Kollege, ich glaube, wir kriegen gleich einen Einsatz. Hust, hust. Kollege, habe ich EMS 3 vor EMS 1. Ach, ich hatte gerade ein paar Stimmbänderfehler. Ihr EMS, Sie sind EMS 3. Achso, oh, sorry. Achso, ja, EMS 3 hat ihr Funk abgeschalten, glaube. Und macht gerade irgendwo mit dem Partybus Party. Ich hasse gerade GTA ein bisschen. Das war eine OOC-Aussage. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Out of computer. Thank you. Paramedics are en route to your current location. Ich hasse gerade diese Kopfschmerzen, die ich hier habe. Weil ich... Mann, jetzt ist da auch jemand am Pi... Oh, ja. Jetzt, Medic-Wang, mach hin oder... Ja, Kollege von Medic-Wang, gib mir jetzt bitte den Medic-Wang. Also komm schnell hierher. Was ist explodiert, hä? Haben Sie versucht, mich anzurufen? Nein. Aber auf jeden Fall ein Vogelchen hat mir gezwitschert, dass Sie sich beim Medic bewerben wollen. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass sie sich beim Medic bewerben wollen. Ja, ich bin auf dem Weg dahin. Nein, ich hatte gerade ein Telefonat. Ah, ich sitze vor mir. I don't know. Ohne Waffenschein ist schlecht. Keine Ahnung. Kann ich jetzt eh nicht machen, weil ich kein weil kein Dings im Dienst ist.
Was ist? Ja. Drei Waffenschein müssen halt beim LSPD beantragen. Alter, wir sind jetzt 4 Medics, wenn Koba nicht aus dem Dienst gegangen wäre. Payman, jetzt hör auf kurz. Payman! Alter, jetzt mal ehrlich, jetzt hör mal kurz auf. Okay, Payman. Der PS. Jetzt hatten sie die Kuschelfunk. Also, sie sind zwar am falschen Medical Haupt, also hier ist zwar auch Medical Center, aber das ist nicht der Haupt Medical Center. Aber egal, ich bin jetzt hierher gefahren. Wer sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Warten Sie mal ganz kurz. Hallo? Ja? Ja, ich höre Sie. Ja. Also ich bin Chief auf LSMD. Chief of Joghurt? Ja. Ich heiße Joghurt. Nein, wusste ich. Warten Sie mal ganz kurz. Könnt ihr mal im Funk eure Scheißfresse halten? Danke. So. In meinem Funkgerät. Ich weiß nicht, ob Sie die hören beim Funken. Keine Ahnung. Servus. Hallo. Heißt das nicht FIB? Ja. Raus aus dem Wagen! Nein, ich erachte mich auf Vorverhandlungsliste. Ich bin auf Vorverhandlungsliste. Nein, alles gut. Ich beteilige mich gerade in der Verfolgungsjagd mit der Polizei. Okay, und wer ist hier? Am FIB ist hier. Ey! Okay, das FIB geht schon auf Vollkont. Am Rathaus. In Nähe Los Santos Custom. Raus! Weg da! Oh, danke. Sie bleiben hier! Au! Au! Nein! Weil Sie das nicht wissen müssen, wo ich gerade bin! Hab ich doch gerade was gesagt zu. Kollege, ihr beide wartet bitte am Dings, wie heißt es? Am Medical Center. Sie fahren nirgendwo hin, Anweisung vom Chief. So. Wieder hat eine Waffe! Bleiben Sie weg, Herr Medic! Herr Medic, bleiben Sie weg! Herr Joghurt! Herr Chief,
Mich orten, ne? Oh, aua. Oh. Au. Au. Ja. Oh nein. Au. 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 Ich verzeih, ich bin mir beim Bewusstsein. Das Stöhnen hat geholfen. Au. Hilfe! Hilfe! SMD sofort die Zunge. Hä? LSMD, ich brauch mal ganz kurz ihr Wagen. Dankeschön. Da klaute mir einfach mein Medic-Wagen. Ich glaube, es hackt. Hilfe! 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 Ich hab noch eine Frage. Ich ja auch, müssen wir gucken, wer mit der Stadtverwaltung gleich macht, das ist toll, ne? Ich brauche nämlich. Ich möchte bitte einen Anwalt. Herr Röderfahrer. Ich muss dringend zu Herr Joghurt! Bleiben Sie mal bitte ganz kurz hier. Die Dame.
Okay. Herst! Hallo, der Medic ist nicht drin, der Medic ist nicht drin. Die Auto ist voll. Warten Sie, ich hab da so eine. So, Problem gelöst. Das war nur, damit der Kurs aussteigt. Hä? Warum bekomme ich jetzt einen Warn, Alter? Kobra hat das Spiel verlassen. Okay, so you're in serious trouble and you need my help. Okay. Was? Was? Hallo? Ich hab schon Funk auf. Ich auch. Ja, ich hab einen. Ja, dann müssen sie ihr Funke verlassen. Alle. Alle sind verlassen, was ist denn mit dem Ding? Ist halt das Officer Pedis, was ist eigentlich für ein Kick? Was? Ich hab gar nicht überlegt. Nein. Ich war auf der anderen Seite, hab geschossen. Auf der Seite habe ich nicht geschossen. Du hast trotzdem geschossen, ey. Lion, Funk verlassen. Ja. Hab euch eingeladen. Einmal das Fenster runtermachen, Herr Medic, und kriegen die Treppen gewonnen. Ich hab mal drei Fragen. Ja. Die erste Frage ist, warum werde ich jetzt verhaftet? Wegen des Abwurfs für die Challenge gemacht. Hä, was hab ich denn gemacht? Können Sie mir mal... Wenn man die Seite anhalten, hat gesagt, wir sind hier bleiben. Ich hab doch gesagt, ich halte an. Und damals ihre Kollegin eine Waffe auf mich zu richten. Ja, aber dann ist der Herr Medic eingestiegen. Und wir haben mein Auto zerstört, dass ich dann repariert. Und dann hätte ich jetzt noch eine zweite OOC-Sache. Ja? Luft Medic, du hast keine Waffen! Und du machst doch nicht bei der Polizeieinsatz mit! Hä? Du hast gesagt, ich soll mitkommen! Ja, mir ist der Herz an. Du hast selbst gesagt, ich soll mir... Alter. Nee, tschüss. Na, weil... Nein! Der Herr soll nicht verarztet! Der Anwalt wird jetzt noch einmal das Fenster runtermachen. Und kriegen wir ihn warm wegen des Fenster. Das ist einmal meine Regel. Okay, dann mache ich jetzt mal das Fenster runter. Hören Sie auf. Also. Jeder, der jetzt nochmal das Fenster runter macht, wird aber gedacht. Okay, dann mach ich das. Und ich da anreichen. Wir sind nicht der Resident. Ich hab's gehört, wir sind nicht der Resident. Und kein Wunder, dass man ein Fenster runter machen kann. Das ist ein Gegenteil, Junge. Oh,
Oh, bitte! Bitte rast aus! Oh, schade! Meine ich komplett ernst. Alter! Ja? Ihr legt jetzt auch nochmal Handschellen an. Medic aussteigen, Medic vorne einsteigen. Ihr habt schon mal welche angelegt. Medic vorne einsteigen. Die beiden sitzen jetzt hinten. Das hat der Herr auch schon gesagt. Ich kein Anwalt, das ist mein Anwalt. Der hat nur das Also, informativ. Frau Polizistin, also Frau FIB Agent. Oder ich habe auch eine Informativ von euch, der Medic, der behindert ist und einfach mit. Also, Frau FBI Agent. Ich kleb dir den Mund zu da hinten. Also nicht dir allein, sondern den anderen. Kann ich mich bitte bei Ihrem Vorgesetzten melden? Lisa? Kann ich bitte mit Ihrem Vorgesetzten melden? Kommen Sie mit. Ich bin Ihr Vorgesetzter, okay? Ich bin Ihre Höchste. Ich bin der Präsident. Ziehen Sie beide mit mir, okay? Hier rein. Der eine hört auf. Was ist los? Es sind beide drinne. Ich kann nichts machen. Ich schlag nicht mehr. Ich kann nichts machen. Ich glaube, wir haben eine Behinderung. Das war jetzt ein Jogo. Aber die war ganz kante. Ich habe nur gesehen, dass der Herr hier umgefallen. Ich habe nur gesehen, dass der. Der ist, glaube ich, hingefallen. Ja. Ich mache ihm mal die Latzhose auf. Was? 300 Euro, oh Gott, der muss ins Krankenhaus. Hier ist das Krankenhaus. Warum ist ja das Fenster kaputt? Ich, ist das ein McDonalds-Ding. Waren sie? Nein, das mache ich. Die gehen da weg. Hi, Jan. Der nächste. Also, Anzeige ist raus, Frau FBI Agentin. Anzeige ist raus. Ja! Also, ich hatte gerade Kopfschmerzen, Sie auch? Danke. Oh ja. So, ich lege ihn jetzt mein Defi dran. So. Den habe ich ja natürlich da rausgeholt. Emma Rising Down. Stand clear. Shock at wife. Push to shock. Ich bin noch auf der Fahrt. So. Soll ich Ihnen sagen, was gut ist? Gut, dass ich das alles auf Aufnahme habe. Für ihn, hier geht das genau das gleiche. Ich ziehe einmal alles aus und leg hier auch ein Defi dran. So. Emma Rising Down. Stand clear. Shock at wife. Push to shock. Der Herr, bleiben Sie ganz ruhig, ganz ruhig. Ey, die Waffe runter, die Waffe runter. Stehen bleiben. Frau FBI Agent, die will mir ausbrechen. Ich kann mich nicht bewegen. Was ist denn der Scheiß? Bleiben Sie hier.
Herst, bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen! Frau FBI-Agent, hier will wir ausbrechen! Bleiben Sie hier! Die hat eine Waffe aus dem Arschloch gezogen! Bleiben Sie hier, Medic-Team! Wir wollen nur Ihnen doch nur Gutes, oh Gott! Kaugummi am Fuß! Jetzt bleiben Sie hier! Herst, bleiben Sie stehen! Alles, was Sie sagen, kann nur vor Gerichten verwendet werden! Sie haben das Recht, sich zu jeder Befragung einen Strafverteidiger hinzuzuziehen. Falls Sie sich keinen leisten können, wird Ihnen zur Verfügung gestellt. Haben Sie das Recht verschworen? Was? Was? Ich verfolge hier gerade einen Häftling drin und Sie machen Ihren Job nicht. Ja, aber kein Unschuldigen. Der hat doch seine Waffe hier drin. Der schießt auf mich! Aue! 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 Zusammenschlagen zählt ja nicht, ne? Ich muss erste Hilfe leisten! Danke! Ich weiß gar nicht, dass Sie die Waffe haben. Der hat einen Golfschläger. Der hat einen Golfschläger. Hilfe. Hilfe. Und der eine hat ein Messer aus dem Arschloch gezogen. Hilfe. Frau Polizistin, Hilfe! 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 Ich hab ein Messer in meiner Ausrüstung. So. Der Medic One, Verbrecher 0. Hilfe! Frau Polizistin! Der hat wieder seine Waffe! Boah! Zusammenschlagen zählt nicht, ne? Frau Polizistin, wo bleiben Sie denn? Oh Gott, jetzt hat hier jemand eine Langwaffe! Das ist schwer mit einer Waffe hier drin. Wir versuchen den Herrn niederzustechen. Sie bleiben hier. Wir rennen gerade über die Autobahn. Also. Rettungsaktion!
Den, 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 den. Au! Den, 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 was war denn das? Au, 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 au! Ich fühle mich sehr gerettet. Frau FBI-Agentin? Stehen bleiben! Ja, er bedroht mich mit Messer, Hilfe!